schön an dieser Stelle und wir bleiben für die nächsten 2 Minuten auch in Siegen und ich würde Dr. Jens Jacobs gerne einladen zu sprechen. Vielen Dank, Marie. Genau, also ich bin Facher als André, weil ich kann die Stellung von André Feuerstein zurückgreifen. Derzeit ist für uns auch ein großer Punkt der Vernetzung, die hier mehrere Akteure zusammenkommen. Das ist auf der einen Seite praktisch Startpunkt, das sind die Unternehmen aus dem Summit und das ist auch die Universität Siegen. Und der Summit schließt an, deswegen kann ich auf die Ausführung von André Feuerstein zurückgreifen, an das Inkubatorprogramm One Small Step von Startpunkt, weil da die Gründungsideen bis zur Gründung betreut werden. Und der Summit ist praktisch in einer Art Trichtermodell für uns, weil wir in Siegen mit Startpunkt 57 nicht nur die Gründerszene, sondern einen Gründertrichter nach Gründungsphasen aufbauen wollen, wo wir eben die Gründung von der ersten Idee bis hin zum Wachstum unterstützen wollen. Und da haben wir an der Stelle praktisch den Summit als Acceleratorstandort aufgebaut, um Gründungsvorhaben in der Wachstumsphase zu unterstützen. Der Summit selber ist die Niederlassung der IFM. IFM ist ein sehr großer Automatisierungshersteller aus Essen, die praktisch da ihren Softwarestandort aufgebaut haben. Deswegen haben die 2018 Unternehmen in Siegen aufgekauft, die auch zum großen Teil ehemalige Ausgründung der Universität sind. Und die sind alle am Standort mit circa 500 Mitarbeitern am Standort sammelt. Da werden praktisch alle Unternehmen zusammengeführt. Und 2019 wurde das fertiggestellt und da sind auch die Unternehmen eingezogen. Und im Dezember 2019 hat die Universität als Mitglied von Startpunkt 57 dort 320 Quadratmeter angemietet, um die Startups kostenfrei zur Verfügung zu stellen, das für ein Jahr ungefähr. Das sind insgesamt 5 Büros und dort werden die Startups in einem Coaching im Zusammenhang mit den Unternehmen vor Ort, der PMD, der IFM, gecoacht. Denen wird nicht nur technologisch das Wissen, das Netzwerk zur Verfügung gestellt, sondern eben auch für Investoren, die dort eben zum Beispiel bei dem Martin Hill, der ja ein bekannter Seriengründer aus Siegen ist und der da sehr umtriebig ist, werden eben Investoren für die Startups gesucht. Wir haben auch schon 2 Fälle an Unternehmen, die MapAds und die MW-Test, die sehr stark gewachsen sind und die auch schon nach einem Jahr etwas mehr ausgezogen sind und praktisch sich in der Region angesiedelt haben. Und ich bin auch fertig. Vielen Dank. Vielen Dank für den Input. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch was an der Stelle in Siegen-Wittgenstein vorangeht.